Er kommt mit einem blauen Auge davon. 2 Jahre auf Bewährung und 54.000 Euro Geldstrafe für Anton Schlecker wegen vorsätzlichen Bankrotts. Seine Kinder müssen hingegen ins Gefängnis, fast 3 Jahre lang. Den beiden wird nicht nur vorsätzlicher Bankrott, sondern auch Beihilfe zum Bankrott, Insolvenzverschleppung und Untreue vorgeworfen. Das entscheidende Strafzumessungskriterium ist die Schadenshöhe. Und hier, wenn man alle Taten zusammennimmt, ist bei Anton Schlecker ein Schaden von 3,6 Millionen Euro entstanden, während bei den Kindern allein für eine Tat, für die Untreue-Tat, ein Schaden von 6,1 Millionen entstanden ist. Ein Urteil, das viele Zuschauer nicht nachvollziehen können. Die Kinder müssen in Haft wegen ihm. Der hat doch alles regiert. Er hat alles regiert, sogar seine Kinder. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Anton Schlecker mindestens 5 Millionen Euro aktiv beiseite geschafft hat. Angeblich machte er horrende Geldgeschenke an seine Kinder und Enkel, gab seiner Frau nicht nur Beraterhonorare, sondern auch seine Villa und spendierte diverse Luxusreisen. Und das, obwohl er offenbar wusste, dass die Firmenpleite kurz bevorstand. 2012 ging die Drogeriemarktkette Schlecker dann insolvent. Rund 25.000 Beschäftigte verloren ihre Arbeitsplätze. Anton Schlecker hatte vor Gericht erklärt, er habe sein gesamtes Vermögen verloren. Rund 22.000 Gläubiger, darunter auch viele Schlecker-Frauen, dürften damit leer ausgehen.